Hallo allerseits, willkommen zurück auf meinem Kanal, danke fürs Einschalten. In meinem Video Nummer 132 habe ich bereits Funde gezeigt, die ich bei einer archäologischen Baubegleitung gemacht habe. Nach einer Bauunterbrechung wurde dort jetzt eine neue Fläche geöffnet. Da die Baustelle in der Nähe eines römischen Kastells liegt, war es notwendig, dass die Ausschachtung durch den Kreisarchäologen betreut wurde. An der Aktion waren zusätzlich 4 ehrenamtliche Grabungshelfer beteiligt, mich inbegriffen. Bereits nach dem groben Ausbaggern konnte man einen Farbunterschied in der Fläche erkennen. Der helle Bereich ist der anstehende Boden, der aus uralten Sandablagerungen besteht. Der dunkle Bereich ist die interessantere Schicht, in der wir auch dem römischen Kontext entsprechende Funde machten. Das folgende Schema zeigt, wie man sich das Gelände im Querschnitt vorstellen kann. Die dunkle Schicht, in der wir römische Scherben fanden, ist also eine Art Füllschicht. Nach dem Ausbaggern dieser Schicht fiel auf, dass sich auf dem Niveau des anstehenden Bodens ein Rinnsal bildete. Dies deutet darauf hin, dass dort in der Vergangenheit ein Bachverlauf gewesen sein könnte, was auch den Graben erklären würde. Neben jeder Menge Scherben fanden wir ein großes Holzbrett, das interessante dendrochronologische Aufschlüsse bringen könnte. Dendrochronologie ist eine Datierungsmethode, die unter anderem in der Archäologie Anwendung findet. Hierbei werden die Jahresringe anhand ihrer unterschiedlichen Breite einer bestimmten bekannten Wachstumszeit zugeordnet. Um das Brett feucht zu halten und es für den Transport vorzubereiten, mussten wir es in Frischhaltefolie einwickeln. Es war nach all der Zeit noch so fest und stabil, dass wir nicht mal eine Unterlage benötigten. Die Metalldetektorfunde, die ich sowohl aus der Fläche als auch aus dem Aushub barg, konnten sich auch sehen lassen. So fand ich diese Bronzemünze von Trajanus, die um 100 nach Christus geprägt wurde, ein Haarnadelfragment aus Bronze, einen römischen Beschlag, höchstwahrscheinlich für Leder, eine Niete, einen Schrötling aus Silber und einen Denar, den ich auf der Baustelle nicht bestimmen konnte. Der Zapfhahn ist aus dem 16. 17. Jahrhundert und kam aus einer höher gelegenen Erdschicht. Thank you.
Ja, die Schufterei hat sich gelohnt. Das ist eben ganz wichtig, so einen Berg abzutragen, weil der Detektor natürlich nicht bis ganz unten durchkommt. Und hier haben wir eine römische Nadel, sehr filigran. Ich wundere mich, wie sie die Zeit überdauert hat. Die Spule ist einfach fantastisch. Solche Funde, so dünne Drahtfunde aus Kupfer oder Bronze, sind sehr schwer zu finden. Und ich habe die Spule jetzt auf 54 kHz eingestellt und habe ein tolles Signal bekommen. Ja, was für ein wunderbarer Fund. Ja, ich habe den Hügel jetzt schon fast abgetragen. Es ist echt eine krasse Arbeit, muss ich sagen. Aber bisher hat es sich gelohnt, finde ich. Die Nadel kam und noch zwei Eisenteile. Aber ich bin jetzt echt gespannt, was das sein könnte. Ja, und wie immer, mein Pinpointer ist im Rucksack, wo er hingehört. Oh mein Gott. Wahnsinn. Das ist eine Fibel. Wunderschön. Ich glaube sogar Silber. Ja. Die Nadel ist abgebrochen. Was für eine wunderschöne Fibel. Ja, stellt euch vor, übermorgen kommt der Bagger und nimmt den Abraum mit. Ja, die wäre verloren gewesen, gell? Soll ich mal so langsam mit dem Finger nach unten Ja. gehen? Stopp. Jetzt ist es die Oberseite vom Zeigefinger. Okay, gut. Schauen wir da. 1 und 2. Gut, danke. Ich glaube, ich habe eine schöne Scherbe gefunden. Ja. Das ist, oh ja, schön. Das ist römisch und es ist ein Gefäßboden. Ja, da muss man eben auch drauf achten. Natürlich ist im Abraumhaufen nicht nur Metall, sondern überwiegend eigentlich Scherben. Und die geben ja teilweise noch größeren Aufschluss über die Besiedlung und andere Dinge des damaligen Lebens als der eine oder andere Metallfund. Und deswegen sollte man da auch immer drauf achten. Und ich finde Scherben auch faszinierend, auch wenn ich leider mich nicht sehr gut damit auskenne.
ich kann eigentlich bei jedem guten Signal jetzt ja, eine Live-Grabung machen, weil das ist jetzt quasi die Erde, die aus dem römischen Horizont kommt. Also alles, was hier drin liegt, ja, hat einen römischen Hintergrund. Und es ist klar, dass diese Schicht auch nicht im Laufe der Geschichte durchmischt wurde, sodass vielleicht neuere Funde in diese Schicht eingegangen sind. Also hochinteressant. Und ich habe hier ein Signal, das mich wirklich nervös macht, weil es ein schönes 60er, 70er Signal ist. Ja, toll. Wahnsinn. Es ist ein Denar. Oh, toll. Wahnsinnig gut erhalten. Wie prägefrisch. Man kann sogar noch Buchstaben erkennen. Imperator SVE, glaube ich. Ich bin nicht so sicher mit allen Kaisern, aber Severus gab es den nicht. Also es könnte Severus sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber wahnsinnig schöne Münze. Also es hat sich gelohnt, die ganze Arbeit, wirklich. Es ist wirklich, ich habe jetzt schon Schwielen, aber egal. Der Berg hinter mir muss auch noch dran glauben, weil hier sind einfach noch viel zu viele gute Funde drin. Hier schon auf die Grasnarbe, also den habe ich abgetragen. Jetzt geht es weiter hiermit. Oh Gott. Wahnsinn. Guckt euch mal dieses wunderschöne Stück Terra Sigillata an. Hat ganz tolle Verzierungen. Ich werde die mal sauber machen und dann zeige ich euch sowieso später alle Scherben, die ich gefunden habe. Aber das ist einfach nur Wahnsinn hier. Ich habe es nicht geschafft, den Berg abzutragen. Es ist schon sehr spät und ich muss nach Hause. Außerdem war es eine Hundearbeit, weil das Material wie Lehm ist. Also richtig feucht und schwer. Es war eine Knochenarbeit. Aber die Nadel und der Denar waren es wert, finde ich. Und außerdem noch die Scherben natürlich. Schaut euch das an. Wunderbar. Ich bin sehr zufrieden. Besonders toll finde ich diese zwei Terra Sigillata Scherben. Schaut euch die Ornamente an. Wunderbar, das war sozusagen das Meißner Geschirr der Antike.
was eher aufgetischt wurde, wenn Gäste da waren, stelle ich mir vor. Für den Alltagsgebrauch stelle ich mir sowas vor. Das scheint eine Kanne oder Karaffe gewesen zu sein, mit einem Griff und einer schönen Tülle. Hat mich auch wahnsinnig gefreut. Und noch interessant ist diese Schüssel oder Becher. Und wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hierbei um den Versuch, Metallgefäße zu imitieren. Ihr seht ja diese anthrazitfarbenen Stellen da drauf. Und das ist ein spezieller Überzug, der eben benutzt wurde, um einen Metalllook zu erzeugen. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es sich hierbei darum handelt, aber ja, ich kann es mir vorstellen. Ich helfe immer wieder gerne auf Grabungen, da der Bagger Erdschichten freilegt, die für die Sonde sonst unerreichbar sind. Den Kontakt mit den Archäologen schätze ich auch sehr. Ich lerne jedes Mal was Neues dazu. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, tschüss und auf Wiedersehen.